Und damit herzlich willkommen zurück zum Mond, das verbotene Schloss. Willkommen zurück mit dir in die Kampagne. Und zocken da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar erstmal hier das wilder Waldlauf-Level mit den Rambi-Fake, lol. Mit Leertaste springen. Was einzigartig funktioniert hat. Und dann rennen wir hier Chili-Milli ins Ziel. Nice. Boah, boah. What the fuck? Der Stier ist gerade abgegangen. Egal. Die Level sind wirklich perfekt zum One-Ups-Farmen einfach nur. Hier verkackst du sehr selten. Und wenn du verkackst, dann kriegst du genügend One-Ups wieder herein. Ja, guckt euch das an. Wir haben schon fast die 100 Münzen. Wir haben die 100 Münzen. Also die Level, die sind goddammit geschenkt. So, wir reiten weiter. Im letzten Part habe ich ja so ein bisschen den Hater-Angriff auf meinen Kanal angesprochen. Und euch schließlich gefragt, ob das wirklich umsonst ist, was ich hier mache. Die Let's Plays. Oder ob da wirklich auch ein paar Leute mir treu sind und das zugucken. Eure Meinung ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wenn ihr sagt, dass meine Qualität vom Headset wirklich scheiße ist, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr sagt, dass der Ingame-Sound zu laut ist, schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach alles in die Kommentare, sofern es konstruktive Kritik ist und nicht einfach ultra, du bist scheiße. Denn damit kann ich nichts anfangen, kann auch nicht versuchen, mich zu bessern. Und ja, ne? Damit wären wir durch. Wir speichern. Und jetzt dürften wir auch schon. Ja, über 75% sogar. Und ab geht's ins finstere Verlies. Das nächste Jump'n'Run Level. Die dauern ja gar nicht mal so lang. Also die längsten Level sind wirklich die Moor Frosch Level. Ah, Spinnen. Nice. Und dann spazieren wir hier durch das, wie heißt, keine Ahnung, verbotenes Schloss. Genau, durch das marschieren wir mit unseren Huhn durch das verbotene Schloss. Dum, 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 dum. Und da wurde ich getroffen. Tja, kann man nichts machen. Hier sind die Geister, die wir abschießen können. Total komisch. Wie schon im vorletzten Part, im vorherigen Part gesagt, anscheinend haben wir den Schreck weg. Auf jeden Fall noch einen schönen Samstagabend. Schön, dass ihr wieder hierher gefunden habt. Das kann ich auch eigentlich immer dazu sagen, weil ich weiß, wann der Part online kommt. Außer bei Hyrule Warriors, da weiß ich nicht, wann der Part online kommt. Ich nehme dann gerade noch in den Ferien auf, heute ist Dienstag. Wir haben nach 14 Uhr, ich bin total ausgeschlafen jetzt wieder, nicht so wie am Mittwoch, als der Faden online gegangen ist. Da habe ich ja die Nacht nicht gemacht, weil ich dann wieder einen guten Schlafrhythmus habe für den Mittwoch. Weil Mittwoch geht ja wieder die Schule los bei uns. Und dann brauche ich wieder einen guten Schlafrhythmus. Und den habe ich mir dann damit einfach mal geholt, weil nach Durchmachen einmal nicht pennen, dann bist du am Abend schön müde und dann wachst du halt so wie heute um wunderschöne 9 Uhr auf, dann gehe ich heute um 10 Uhr pennen und dann habe ich einen perfekten Schlafrhythmus wieder für die Schule. So. Ansonsten, wir jumpen hier immer noch durch das Castle, haben schon die fast 40 Münzen wieder.
richtig nice. Wir haben die 40 Münzen. Und das rote Fuchsporträt. Gibt es hier einen Boss? Einen roten Fuchsboss? Oder spazieren wir hier einfach nur durch, weil uns langweilig ist. Und das Schloss ist eigentlich wirklich schon uralt und hier wohnt schon 300 Jahre keiner mehr. Und so. Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ich glaube nicht, dass ihr das wisst. So, hier bin ich jetzt einfach mal durchgejumpt, weil YOLO. Wir haben 47 extra Leben. Und ich glaube nicht, dass wir die in den nächsten, ich schätze mal, 4-5 Level noch verlieren werden. Trotzdem, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, seitdem wir im Castle sind. So viel möchte ich nicht sagen. Also es bekommt leicht an Schwierigkeit dazu, das Spiel. Meiner Meinung nach fehlen 3 Welten, um das Spiel dann wirklich übertrieben schwer zu machen. Bräuchte das Spiel noch 3 Welten mehr. Da waren die Erfinder sich wohl zu gut. Oder vielleicht muss das Spiel einfach nur schnell raus, weil sonst wäre die Firma pleite gegangen, Phänomedia. Was aber auch interessant wäre, wenn die pleite gehen, weil, ja, wer weiß, wer dann die Lizenz für Moorhuhn bekommt. Eine bessere Spielefirma oder eine schlechtere. Dann müssten die auf jeden Fall Lizenzen verkaufen. Und das wäre auf jeden Fall interessant. Keine Frage. So. Ich sehe da drüben einen langen Weg. Da wurde ich auch nochmal wunderschön getroffen. Sehr nice, da werden wir durch und gleich haben wir auch die 100 Münzen und das Ziel kann nicht mehr weit sein. Den habe ich gesehen, den Sack. Oh. Weg mit dir. Ja, da vorne ist es auch schon, da gibt es nochmal einen 10er an Münzen. Und der Ultra verkackt auch nochmal. Schön. Göttlich. Oh, dieser Skill. Schon fast traurig, so viel Skill habe ich. Ah! Ey, da liegen tote. Da lagen gerade tote Hühnerköpfe. Ne? Wollen die uns hier etwa auch noch Angst machen? Habe ich zwar nicht mal berührt, aber gut, dankeschön. Wir gehen weiter. Ach du heilige Scheiße. Gruseliges Gefängnis mit dem Moorfrosch. So, ich setze mich mal ein bisschen auf. Gerade. Weil dieses Level wird definitiv ein Grauen. Dankeschön, Moorfrosch. Schlimmste ist halt einfach, dass du hier selten speicherst. So, umdrehen. Zack, zack, zack. Wir essen einfach alles. Und da haben wir auch ein extra Leben. So. Na. Hopp! Ich hoffe, dass es nur 100 Münzen hier in der Stage gibt. Weil dann kann ich an den Münzen schön absehen, wie weit wir im Level fortgeschritten sind. Und das ist immer schön, wenn man das kann. Moorfrosch? Ne, da will ich nochmal zurück. Komm, die 3 Jumps, die bekomme ich hin. Ach du heilige Scheiße. Gott sei Dank. 1, 2. Komm.
kriegt er nicht. Egal. Jetzt kriegt er sie. Und jetzt nur noch hier auf den Checky. Ich hasse dieses Spiel! Alter, habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr es gesehen. Und jetzt werden viele Leute vorspulen, weil sie keinen Bock mehr haben. Wieso? Es ist doch gerade nur Spielstreckung. Ich will das Let's Play nicht weiter strecken. Ach du heilige Scheiße. Wieso wusste ich, dass mir mindestens ein Fail geschieht, bevor ich zum ersten Checkpoint komme? Wieso wusste ich es? Mann! Ach du heilige Scheiße. Es gab so viele Chancen, mich zu retten, aber ich schaff's einfach nicht. Mann! Zack. 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 Und jetzt nur noch ins Ziel, Moorhuhn. Auf Moorfrosch. Oh, ich warne dich, wenn du das nicht geschafft hättest, ne? Ernsthaft? Du kriegst die Münze nicht? Wegen der Säule? Sehr merkwürdig. Die Seerosenblätter fallen auf jeden Fall runter. Also von denen so schnell wie möglich weg. Die sind auch ekelhaft. Nice! One up! Dumm. Yes! Und wir warten nochmal. Yes! Nice! 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 Eins von denen muss sich bewegen. Warum soll ich auf die einzelnen Seerosenblätter springen, wenn ich sie einfach essen kann, die Münzen? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Ultra. Bitte beantworte sie uns. Ah, dann dauert das doch noch ein Part. Das Let's Play. Schade. Dachte, ich kann es vielleicht be... Skill? So much Skill. Und warum hat der jetzt noch eine... versucht zu essen noch eine Münze? Ich habe versucht, es in dem Part zu beenden, das Spiel aber anscheinend... Nee. Gut, dann ist Sonntag das Finale von Mo und das verbotene Schloss. Das Spiel hat es gerade ebenso entschieden. Wie wir wissen. Die Part, die Abschnitte im Spiel dauern einfach am längsten. Ich weiß nicht, welcher Erfinder auf die grandiose Idee gekommen ist, den Moorfrosch einzubauen. Und welcher Erfinder dann auf die Idee kam, den Moorfrosch so beschissen einzubauen. Es wäre sehr interessant, das zu wissen. Gott sei Dank hast du mich da noch retten können. Das wird auch eine grauenhafte Stelle, sehe ich jetzt schon. Sie muss auf dich. Ich sehe mich nicht. Schön. Das klappt richtig gut. So. 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 Ey, die, so schön die erste Passage auch war, umso schlimmer sind die hier jetzt. Also hier ist Konzentration pur gefragt. Hier muss ich jetzt durch im einen Busch.
Ich wollte gerade sagen, richtig elegant noch gerettet. Aber irgendwie... Matsch-Skill. Boah, jetzt reicht's! Und hopp. 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 Fick dich, Spiel. Einfach mal alles essen. Die hier auch? Yes. Ah, hier ist glaube ich das Schwierige, dass man nicht weiß, wo man hin soll. Aber ich sehe noch einen Jackie. Und den hole ich mir jetzt. Dumm. Ey, wir haben schon 16 Minuten und wir sitzen jetzt 6 Minuten in den Level hier. Ja, ich hab drauf geguckt. One, two, three. One, come, two, three. Spiel! Egal, ich glaube, da vorne ist gleich das Ende. Es dürfte nicht mehr lang dauern. Drei Münzen. Ich sehe drei. Sind das die letzten? Nee. Wieso auch? Wieso sollte der Albtraum auch enden? Und es ist wirklich ein Albtraum, weil es dunkel ist und man das Ende nicht sieht. Ein Albtraum, wenn man in so einem Schloss gefangen ist, dann sieht man doch auch das Ende nicht, ne? Dann ist das auch immer vernebelt. Ist das alles nur ein Traum? Haben wir in Wirklichkeit gar keine Karte gefunden? Fragen über Fragen, die alle im nächsten Part ihr Ende finden werden. Und zwar in der Schatzkammer. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit Morhun, das verbotene Schloss. 12%, 2 Level, das Finale. Bis dann und tschüss. Euer Ultra.